the crowdfunding. The dog Steven Daniels, not Lazo. Zu Hause ist. Genau, und der Text trägt auch den Titel Zu Hause und der geht so. +10°, 3 Minuten Ost, +52°, 37 Minuten Nord. Wir befinden uns vor Ort. 176 Quadratkilometer, über sie herrscht ein gemäßigtes Klima. Durch Niederschläge geprägt und eine knackige Durchschnittstemperatur von 17 Grad Celsius wird von Winden verweht. Ich fühlte mich dort einst geradezu wiederbelebt, zum Klang dieser Koordinaten. Das große Ganze mal ganz geografisch gesehen, sind sie der Nullpunkt in meinem Koordinatensystem. Sie sind mein Ursprung und ungewollt auch meine Zukunft. Sie sind der Anfang vom Ende, das Ende vom Anfang, dort, wo ich das erste Mal auf eigenen Beinen stand. Sie sind da, wo ich ihn das erste Mal sah, diesen stets zu erweiternden Horizont. Und sie sind da, wo ich das erste Mal über den Tellerrand hinwegschauen konnte. Genau da. Sie waren immer da. Nicht waren, sind. Immer da. Da bin ich. Nein, da war ich mal zu Hause. Ja, da war ich mal daheim. Aber so ein richtiges Zuhause. So mein richtiges Zuhause. Was soll das überhaupt sein? So ein Eigenheim? Naja, die eigenen vier Wände halt. Hochgezogen, Stein für Stein und gut gedämmt, denke ich, wie wohl jeder denkt, damit das Dach nicht bloß vom Himmel hängt und der Haussegen ja nicht schief. Aber was, wenn sich durch Kälte alles nach und nach verzieht, das Fundament und Stein für Stein sich alles aus den Bahnen schiebt? Tja, dann muss eben ein anderes Synonym her. Sowas wie im Kreise seiner Liebsten oder im Schoße der Familie. Quasi Mutter, Vater, Kind. Ja, das muss zu Hause sein. Das ist es bestimmt. Was aber, wenn auch das nicht mehr gelingt? Ich meine, im Schoße kriegt man ja noch hin. Spätestens bei Familie wird es dann aber auch schon eng. Trautes Heim, Glück. Allein. Aller guten Dinge sind ja schließlich drei. Na gut, dann wohnen wir jetzt halt hier. Man lernt sich mit gewissen Dingen zu arrangieren. Zu Hause. Da, wo die Quelle der Jugend der Türschwelle weicht. Etwas, das man auf ewig mit Geborgenheit vergleicht. Wo man gemeinsam einsam sitzt am Tisch und isst und sich jeden Tag aufs Neue zu bessern verspricht. Das, wo man sein Leben lang von zehrt. Eben zu Hause am heimischen Herd zugegeben. Ein bisschen hochgestochen, der heimische Herd. Im Grunde nunmehr eine Mikrowelle, die mich ernährt. Wieder aufgewärmt, diese Melange von Werten. Bisschen fad. Auf eine Art habe ich es vergessen. Alles um mich rum, wie ein Vagabund. Ich bin ein neumoderner Nomade, ein Reisender, den man nicht aufhalten, höchstens für kurze Zeit aushalten soll. Immer mehr Orte, die mir vertraut und gleichgesinnt. Obwohl ich nie da war, damals als Kind. 52°, 37 Minuten Nord. 10°, 3 Minuten Ost. Dorthin schickt ihr noch immer meine Post. Rostig der Briefkasten, an dem mein Name nicht mehr klingt, weil ich nie mehr zu Hause bin. Und trotzdem, wenn der Zug anfährt und Freude, Trauer, Feder tärt, dann nimmt das Leben seinen Lauf. Ich freue mich, ich komme nach Haus. Und auf, auf! Gib mir plötzlich dieses Licht, dass wenn man von zu Hause spricht, ich sag, ich hab zu Hause so vermisst, dann nicht, was mich vor Ort umgibt, nein, dann meine ich dein Gesicht, wo Heimat sich mit Liebe mischt. Ich hab dir dieses Gedicht geschrieben. Ich hab gewollt, du sollst es kriegen. Du bleibst für immer meine Heimat, wo immer auf der Welt du sein magst. So sieh es an als Dank an dich. Ich taufe es ein Vergissmeinnicht. Dankeschön.